Stefan! Immer wenn's Hirn regnet, ne, spannst du einen Schirm auf! Ja, ähnlich klug wie mein Stefan ist ja der Kruse, ne? Statt Champions League mit Union Berlin, jetzt Abstiegskampf mit Wolfsburg. Ach, Wolfsburg, das Katar von Niedersachsen. Mhm. Wolfsburg ist irgendwie wie Plastik, ne? Hält sich zwar lang, ist aber nicht so nachhaltig. Und das passt ja irgendwie ganz gut zum Kruse, ne? Seinen letzten großen Titel hat er gewonnen bei Schlag den Star. 100.000 Euro für 4 Stunden Arbeit. Das passt ja gar nicht zum Kruse. Wäre bei G aufs Ganze gewesen, der hat gar nicht um die Umschläge gezockt. Er hätte sich gleich den Zonk geholt. 33 Jahre, halbes Jahr Restvertrag. Und dann kommt jetzt die Frage, Max Kruse, was machst du? A, bleibst bei Union mit Kultstatus und Garantie mit einer Statue vor der alten Försterei. Oder B, und da hat der Kruse schon einen Telefonjoker gezogen. Schönen Berater angerufen. Ja, wenn du keine Eigenwahrnehmung hast, dann muss halt jemand fragen. Ja, schön nach Wolfsburg. Ja, sicher, das hat ja auch einen Flair wie Las Vegas, nicht so wie Berlin. Hier geht's nicht um Tradition, Ehre, Liebe, Leidenschaft. Hier geht es um Geld. Und der Kruse ist so geldgeil, der wird seine Oma sogar als Überwachungskamera verkaufen. Ganz ehrlich, wenn du schon mal wechselst, dann nimm doch jedenfalls einen Verein, der geil. Manchester City, Newcastle, die klingen doch jedenfalls noch geil. Ich sag euch, wie das endet. Wolfsburg schmeißt den Kofeld raus. Der Hacking kommt, setzt den Kruse in eine zweite Mannschaft. Union wird Achter, Wolfsburg steigt ab und dem Kruse ist es scheißegal. Patrick! Sag mal, wie voll bist du eigentlich noch? Hast du gestern bei der Weinprobe Spucken wieder vergessen? Ja, und jetzt ist er gefallen, der Satz. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Also nicht in Südafrika, sondern in Gladbach. Der Eberl hat keinen Bock mehr, nach 23 Jahren. Verstehe ich komplett. Hut ab. Geile Leistung. Und Gladbachs Präsident Königs, ne, der Eberl am Heulen. Und der sagt, Herr Königs, ja, wir haben die Entscheidung respektiert, aber nicht akzeptiert. Oh, herzlich, sieht auch anders aus. Den Königs, den kannst du als Klimaanlage in Katar im Stadion einsetzen. Die haben den Vertrag auch nicht aufgelöst. Der ruht, der Vertrag. Holt der Eberl sich einen neuen Arbeitgeber bis 2026, dann kriegt der Königs noch Kohle. Wo wir wieder beim Geschäft wären. Ich würde mir auch gerne Auszeit gönnen. Hier vor irgendwas kriegen würde. Krieg ja was, ne? Ein ganz dünnes und enges Nervenkostüm. Rüber! Anni! Alle denken immer, du seist dumm! Und wenn du den Mund aufmachst, dann sind sich auch alle sicher! Warum Pause in der Bundesliga ist, hat einem auch keiner erklärt, ne? Die nicht-europäischen Länder machen WM-Qualifikationen. Kurz, der Neymar lässt sich nicht für Paris, sondern für Brasilien fallen. Na, Andi, du fragst dich auch immer, warum heißen Rumkugeln nicht Neymar? Ach, ich überlege gerade, fliege ich im Sommer auf den Malediven, kaufe ich mir ein Reihenhaus oder leiste ich mir das neue DAZN-Abo? Also für die Hinrunde. Nämlich eine Preiserhöhung von 100%. Für so Randsportarten wie Darts, Wrestling, Spiele von Kräuter Fürth. DAZN, ey, das klingt wie eine falsche Lösung beim Glücksrad. Gönnt euch mal ein paar Vokale. Christian, du warst 15 Jahre am Stück nüchtern. Und dann bist du 16 geworden. Ja, in England hat ein Vater seine Tochter jetzt Lanessra genannt. Lanessra, ein geiler Name. Wenn du das andersrum sprichst, heißt das Arsenal. Ja, da ist in Dortmund schlechte Karten, wenn du deinen Sohn BVB nennst. Ja. Katsuyoshi Miura, ne, das ist der älteste Fußballer, Profifußballer, der noch spielt. 54 Jahre ist er alt. Jetzt hat er im Interview gesagt, ne, ich will auch noch in der ernsten Liga spielen, ne, auch mit 60. Ja, dann viel Spaß beim TSV 1860 München. Da haben schon viele versucht, ernsthaft aufzuhören. Ferdinand, tust du jetzt das Hohlmantelgeschoss mit Kronkorkensicherung bitte weg? Kein Pilz auf dem Platz! Mann, ey, echt. Ende der Transferperiode. Wir auch noch mal zuschlagen können vom Verein hier. Ey, mal einen richtig geilen Neuzugang, ey. Kann mir die Scheiße hier auch nicht mehr angucken, echt, ey. Oh. Sag mal, was ist da denn drin? Boah. Oh, wird schwindelig. Oh. Ja, am Ende der Transferperiode haben wir nochmal richtig zugeschlagen. Wir haben jetzt einen spielenden Co-Trainer, der gleichzeitig Maskottchen ist. Dem Kaki.
Na, Kaki? Was hast du vorher gemacht? Vorher wollte ich Karriere auf der Reeperbahn machen. Aber ich war ständig spitz und keiner wollte mich anfassen. Und? Was sagst du hier zu meiner Truppe? Ja, Kacke, ne? Ja, das ist ja mal eine Top-Analyse. Jetzt komm, mach die mal warm da jetzt. Uwe, komm ich an den Ball, ist aber gleich die Luft raus. Alter, jetzt geh mir nicht auf den Sack, mach dich warm oder geh am besten gleich nach Kaktar! Boah, hat mir jemand Absinth in die Verlegerung gekippt oder was? Ich hab geträumt, wir hätten in der Transferperiode ganz am Ende einen Kaktus verpflichtet. Kevin! Boah, der ist so hohl, der hat echt gedacht, die Transferperiode seiner Freundin dauert 9 Monate. Christian, rüber! Ich bin der kleine grüne Kaki, werd Maskottchen in Kaktar. Schalala, 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 schalala.